Also bin ich zufrieden mit dem Spiel auf jeden Fall. Wir haben ja noch was gut zu machen von letzter Woche. Ich habe von meiner Mannschaft erwartet, von der ersten Minute an Pressing zu machen, Druck zu machen, den Gegner unter Druck zu setzen. Das haben wir auch ganz gut geschafft. Wir haben den Ball sehr gut zirkulieren lassen, sind immer wieder auf die zweiten Bälle gegangen, haben uns dann auch Torschuss für Torschuss herausgespielt und sind dann durch den Standard Gott sei Dank 1-0 in Führung gegangen, haben dann kurz darauf das zweite nachgelegt und das war dann die Entscheidung erstmal, dass wir ein bisschen Sicherheit und Ruhe in das Spiel bekommen und haben den Gegner eigentlich über das ganze Spiel unter Kontrolle gehabt. Es ist so, Fußballer sind ja sehr faule Menschen oder sehr faule Sportler. Es ist logisch, wenn du 3-0 führst und du hast eigentlich den Gegner unter Kontrolle und der Gegner war auch nicht wirklich gefährlich oder hat dann nicht offensiver gespielt, dann fällt man irgendwann in ein Unterbewusstsein und denkt sich, ja, man muss nicht mehr so viel bewegen und nicht mehr so viel arbeiten. Ja, und der Gegner hört nicht auf und gibt nicht auf und gibt Gas. Und dann kommt es dadurch, dass du dann, sag ich mal, in eine Schockstarre gehst, wenn dann der Gegner die erste oder zweite Chance hat. Ja, und dann auf einmal musst du dich wieder sammeln. Ja, und dadurch, dass wir Amateure sind und keine Profis, die nicht den Hebel von 0 auf 100 umschalten können, hat es dann ein bisschen gedauert, ja, und sind Gott sei Dank oder haben Gott sei Dank erst ganz spät das 3-1 bekommen. Weil wenn so ein 3-1 früher passiert und dann vielleicht das 3-2, egal wie gut oder schlecht der Gegner ist oder wie gut man an einem Tag ist, man wird automatisch nervös und verliert dann die Kontrolle über das Spiel. Ja, genau. Wir sind ja ganz klar vor der Saison von allen als Titelfavorit und klarer Aufsteiger heiß gesprochen worden. Wir wollen natürlich oben mitspielen, aber ich denke, wenn man jetzt so die letzten Wochen betrachtet, müssen wir schauen, dass wir wieder eine richtige Einheit auf den Platz bringen, was wir heute Gott sei Dank gemacht haben oder was wir heute gemacht haben, was auch war. Denn dann wird es in der Liga, die sowieso schon schwer ist oder besonders gegen Haidhausen zu spielen, einfacher. Ja? Aber wenn wir das nicht abrufen und läuferisch nicht da sind, dann werden wir jedes Spiel Probleme bekommen. Im Großen und Ganzen, na klar, wir wollen aufsteigen, aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir wieder eine gute Vorbereitung hinbekommen und dass wir wieder als richtige Einheit auftreten. Verlieren will keiner. Vor allem nach unserer super Serie, die wir hingelegt haben in den letzten Wochen. Wenn du dann 2-0 hinten liegst in der ersten Halbzeit schon, ist es natürlich super schwierig, gegen so eine Mannschaft das aufzuholen. Die haben super Einzelspieler. Da tut man sich dann schwer, vor allem wenn du nur 30% Ballbesitz hast. Kannst du natürlich auch keine Tore machen. Wenn du hohe Dinger nach vorne spielst, die kamen postwendend wieder zurück. Ist es natürlich immer schwierig. Von daher war es am Ende auch verdient gewonnen, auch wenn wir zweite Halbzeit nochmal hätten rankommen können. Wenn wir dann auch solche Dinger liegen lassen, ist es natürlich auch nicht verdient, aber damit muss man leben. Kommt die Winterpause und dann geht's nächstes Jahr wieder weiter. Offizielles Ziel, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt es nicht, außer der Nichtabstieg. Wir waren ja in den letzten Jahren immer auf der Relegation, soweit ich weiß. Ich bin ja auch erst seit diesem Jahr da. Wir wollen natürlich nochmal an der Siegesserie anknüpfen, die wir in den letzten 5, 6 Spielen gehabt haben. Wir haben natürlich scheiße gestartet, muss man echt sagen. Und dann haben wir uns doch ganz schön gemacht und wir wollen natürlich dann mit einem Sieg starten und dann hoffen, dass wir mindestens genauso viele Punkte holen, wie wir jetzt geholt haben. Also ich bin der Meinung, dass wir auch, wenn alle fit sind und wenn sie uns wieder eingespielt haben, auch noch mehr Punkte holen können. Von daher sage ich jetzt mal, Mittelfeldplatz ist das, was ich auch so anvisiere und ich denke auch das, was mindestens drin ist, wenn ich mir die Mannschaft so angucke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.